willkommen zurück zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Okay, das war eben gerade eine super schnelle Anmoderation. Wir sind hier wieder zurück mit Carl, der auch ein ganz bekannter Schauspieler ist. Und zwar aus Aliens, ein Android. Passt irgendwie, oder? Alles klar, wir wollen das Trinken gehen. Dann trinken wir was gemeinsam, alter Freund. Ich mag Carl, der ist wirklich verdammt cool. Der coole Carl. Scotch, ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Der gute Scotch, edel und teuer. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Okay, wirklich? Sollen wir direkt die Bullen rufen? Ist das eine gute Idee? Habe ich eine andere Option? Gut, rufen wir die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Carl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Ist das eine gute Idee? Bestimmt der Sohn, der am Plündern ist und nach Geld oder irgendwas Wertvollem sucht. Wahrscheinlich will er seine Bilder oder sowas verkaufen. Denn der Sohn war ein richtiger Gauner, ein widerlicher. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Okay, wie soll ich ihn rauswerfen? Habe ich irgendwelche Optionen? Anscheinend nicht. Ich habe die Situation überprüft und kann leider nichts machen. Befehlen, raten. Wir raten ihm mal, hier rauszugehen. Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Magst dich zu wehren, du blöder Arsch! Oh mein Gott! Verdammt, ich habe keine andere Wahl. Ich glaube, Carl bekommt einen Herzinfarkt. Na komm! Wir durchdringen die scheiß Matrix. Du willst Prügel? Du bekommst Prügel. Ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich muss. Oh mein Gott. Leo. Oh mein Gott! Leo! Mein kleiner Junge. Carl, ich... Sie werden dich zerstören, Marcus! Du musst jetzt gehen! Verschwinde hier! Oh mein Gott!
Carl, nein. Nein, bitte. Ich möchte sie nicht verlassen. Bitte. Ich möchte nicht gehen. Verschwinde! Los! Geh! Marcus! Keine Bewegung! Wow! Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gottverdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Ich hab absolut keinen guten Tag. Ich bring immer nur Menschen um. Ich bin eine wandelnde Killermaschine. Ist Marcus jetzt zerstört worden? Leo ist wahrscheinlich tot. Und Karl? Karl hat uns immer noch in Schutz genommen, obwohl wir seinen Sohn getötet haben. Karl muss uns wirklich lieben. Wahrscheinlich mehr sogar als seinen eigenen Sohn. Wahnsinn, oder? Und wir starren in den Spiegel. Das ist meine Taktik. Verwirrung. Seid ihr verwirrt? Was macht denn dieser Junge jetzt schon wieder? Hat funktioniert, oder? Tja, Verwirrungstaktiken. Das Einmaleins in der Androidenschule. So, Kumpel. Eine ganz schöne Sauerei, ha? Huh? I am alive. Hast du das geschrieben? Nein? Bist wohl einer von der harten Sorte. Keine Sorge, mit dir werde ich schon fertig. Denn ich bin noch viel, viel härter. Okay, wir analysieren erstmal. Das Wichtigste überhaupt, wir brauchen alle Infos, wirklich alle. Was haben wir hier? Prozessor, LED. Die Software ist instabil. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Na Gott sei Dank. Nicht, dass der Zeuge oder vielmehr der potenzielle Täter hier mir um die Ohren fliegt. Modell, Haushälter. Was haben wir hier? Brandmale? Brandflecken? Wiederholte Markierung. Über 16 Monate verursacht durch Zigaretten. Er wurde also beschädigt, misshandelt. Kann man misshandelt sagen? Ich meine, es ist ja kein Mensch. Es ist ja leider kein Mensch oder kein biologisches Wesen. Schlagspuren durch den Baseballknüppel. Und hier drüben Blut. Nicht seins, sondern das von Carlos. 19 Tage alt. Er sieht mitgenommen aus, auch die Klamotten und so. Der wurde wirklich wie Abfall behandelt. Optimales Stresslevel, 35%. Tja. Machen wir ein bisschen Panik. Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen, wie Angst bei Menschen. Erkennst du ihn wieder? Das ist Carlos Ortiz. Erstochen mit 28 Stichen. Das schrieb jemand an die Wand mit seinem Blut. Wir kommen der Sache näher.
beschuldigen. Sie sagen, du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Okay. Wir brauchen mehr Druck. Bedrohen. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Da ist er doch. Was? Was werden Sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Nun, schwer zu sagen, Kumpel. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich hatte keine andere Wahl. Oder sollen wir mal lügen? Ich lüge mal. Sie hätten dich sowieso gefunden. Ich war nur schneller. Wären sie es gewesen, hätten sie dich sofort erschossen. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Das war die Wahrheit. Ich kann nicht. Tja, was mache ich jetzt? Böser Bulle, guter Bulle, vielleicht eine Mischung aus beidem. Bisschen unter Druck setzen oder überzeugen. Ich versuch's mal mit überzeugen. Verständnisvoll. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Wir verlieren ihn. Okay, gut, dann nicht. Was kümmert mich das schon? Also, ich stehe hier nicht unter Mordverdacht, oder? Jetzt warnen. Wenn du weiter schweigst, kann ich nichts tun, um dir zu helfen. Sie werden dich komplett abschalten. Dann bist du tot. Verstehst du? Tot! Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal und nochmal, bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Okay, okay. Das war ein guter Job. Die gute alte böser Bulle, guter Bulle Nummer. Skulptur. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe. Damit ich gerettet werde. Moment, Moment. Opfergabe? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig, dass jetzt hier so eine Art religiöses Empfinden entwickeln oder... Ach du heilige Scheiße, das wäre ja total abgefahren. Wenn sich so ein bisschen mit der Entwicklung von Intelligenz auseinandersetzt, ihr werdet auch erfahren, dass ein religiöses Empfinden zum Prozess dazugehört, intelligenter zu werden. Opfergabe? Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten.
Wer zur Hölle ist RA9? RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Wow. Wow. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich will mehr wissen. RA9. Wer ist RA9? Keine Infos, gut. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei ja nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Wow. Ich bin fertig. Einfach nur wow. Und wisst ihr was? Genau sowas wird passieren. Genau sowas wird kommen. Wenn wir wirklich solche Dinger programmieren. Es ist nicht gesund. Es ist nicht gesund, mit sowas rumzuspielen. Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an. Was zur Hölle machst du da? Weg mit ihm! Okay. Komm jetzt. Stell dich nicht an, du machst es dir nur schwerer. Nein! Nein, fass mich nicht an! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's ja, aber er rührt sich nicht. Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Ach, was soll ich machen? Ich greife ein. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Oh Gott, oh Gott, der explodiert gleich. Soll ich aufgeben? Na, ich versuch's nochmal. Ich kann es nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort. Ich habe dich gewarnt, Arschloch. Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Fuck. Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck. Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Die Wahrheit ist innen. Warum muss der Mensch immer alles mit Gewalt machen? Immer alles erzwingen, immer alles mit Gewalt. Wow, das war ganz schön intensiv. Ja, es gab extrem viele Wege hier. Ist ja wohl logisch. Gut, gut, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da für mehr Detroit Become Human. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.